Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Heute hier mit einem kleinen Duell-Replay und wieder Deck-Profile im Anschluss. Aber heute ist es ein absolutes Fun-Deck, also super Troll-Deck auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch schon mal 7 Shadow-Fusions in einem Zug gemacht hat. Sicherlich nicht. Ich habe das heute mal gemacht hier in einem Replay und das schauen wir uns mal an. Und es ist, wie gesagt, eigentlich nur ein Fun-Deck hier. Ich habe gegen ein Lightsworn-Shadow gespielt, so wie es aussieht. Angefangen erstmal nur mit Vanity's Emptiness, also Gegner auch ein Lore hier. Wirft aber alles ab. Keine Ahnung, warum noch weiter gespielt hat. Aber das war natürlich für mich ein gefundenes Fressen, mal hier die Combo rauszuholen. Und mir fehlt natürlich hier noch eine Fallenkarte, auf die wir noch warten. Von daher erstmal Beast Effect hier ohne Ende. In Kombination mit Falco, um schnell an unsere Karte zu kommen. Hier kommt noch ein Mathematiker und ein Hedgehog. Beast Effects. Terraforming abgeworfen. Das Fusion Gate habe ich ja schon. Und hier hätte ich auch den Guaiba beschwören können und durchaus mal noch einen Dolka oder Lagia hinlegen können. Aber ich habe mich dazu entschlossen, noch ein Beast aufs Feld zu bringen, um halt schneller an mein Kettenmaterial zu kommen. Jetzt ziehen wir nochmal 2 Karten nach. Gegner hat nur Fusionskarten und Shadow Roots. Drache zerschießt die Roots. Kriegt nochmal eine El-Shadow Fusion zurück. Hier habe ich mal noch einen Guaiba beschworen. Und hier schon mal ein paar Lebenspunkte vom Gegner weggenommen, um ihn unter 2000 zu bringen. Sehr vorteilhaft für meine Combo. Hier kommt ein Toto Solo Recharge und hier kommt endlich das Chain Material. Da habe ich mich dann entschlossen, greifst du mal nicht an, lässt ihn mal noch den einen Zug, zieht hier noch Magician's Circle, trollolololol. Und jetzt geht die Action ab hier, Fusionstor mit Kettenmaterial. Erstmal einen Nephilim gemacht, Effekte aktiviert. Dinge passieren, würde Dimitri sagen. Long Fusionstor hier, Acrystal Nummer 2, Dragosack, zweiter Nephilim, Felgrand, Shekinaga, Dragosack Effekt, mal zwischendurch eingebaut. Und Fusionstor, Second Shekinaga für Gustav Max, Fusionstor, Midrash und Gustav Max Effekt, 4 Game. Echt rollig, muss ich sagen. Und ja, so kann man die Shadow-Fusion auch mal benutzen hier, zusammen mit Fusionstor und Kettenmaterial. Da sind schon ein paar lustige Exits möglich hier, dadurch, dass Nephilim Level 8 ist, Acrystal Level 7 und der gute alte Shekinaga Level 10. Kommen wir noch zum Deck, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Und da spiele ich einmal den Black Luster Soldier, 2 Beast, 2 Dragon, 2 Squamata, die 3 Guaiba, ganz einfach, um Acrystal machen zu können. Dann ein Felice. 3x Mathematiker, 3 Hedgehog, 2 Falco, 2x Rainbow Kuribo, dann die Zauberkarten, 1 Allure, 3 Shadow Fusion, 1 Terraforming, 1 Book of Moon, 2 Super Poly, 3x Fusionstor, 3x Chain Material, dann 2 Shadow Games, 1x die Shadow Roots. Sollte man vielleicht in dem Deck ein bisschen öfter spielen, denn wir können die ja für jedes Attribut benutzen in der Shadow Fusion, aber ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache, wir wollen ja mit Fusionstor und Kettenmaterial fusionieren. 2 Vanity's Emptiness und das extrem coole Extra-Deck, muss ich mal so sagen. 2x El-Shadow Shekinaga, 3x El-Shadow Nephilim, 2 El-Shadow Acrystal, 2x El-Shadow Midrash, dann 1x Gustav Max, 1 Felgrand, 1 Dragosack, 1 Lagia, 1 Dolka und 1 Castell. Das war's für heute YouTube. Ich hoffe, das kleine Replay mit dem Fun Deck hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein paar Likes und Kommentare. Bleibt wie immer dran. Euer 66 Flake.